Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Coincheck. Der Bitcoin ist bis zu 40% runtergefallen und in diesem Video zeige ich euch, warum es noch keinen Grund zur Panik gibt. Ja, in den letzten 24 Stunden ist eine Menge passiert. Das Market Cap lag zwischenzeitlich bei 400 Milliarden US-Dollar, die Bitcoin-Dominanz im Moment bei 44%. Der Bitcoin zwischenzeitlich um 40% vom Allzeithoch gesunken, im Moment bei 13.460 Dollar. Ich will euch jetzt mal zeigen, warum dieser Rückfall, diese Korrektur, dieser Crash, den man halt hier hat, nichts Besonderes ist. Wenn man sich allein die Geschichte von Bitcoin nur in diesem Jahr sich mal anguckt und den Verlauf der Kurse sich mal dieses Jahr anguckt, dann wird man ganz schnell sehen, dass es nicht wirklich was Besonderes ist. Also ich will gar keine großen Chartanalysen in diesem Video machen, sondern nur kurz euch zeigen, in welchem Verhältnis diese Korrektur steht. Wir können uns trotzdem mal kurz die Übersicht hier mal im Markt verschaffen, wie die anderen Kurse so aussehen. Also man kann auf jeden Fall sagen, hier der rote Teppich wurde schön ausgerollt, alles rot, alles im zweistelligen Minusbereich prozentual gesehen. IOTA bei 3,38 Dollar, Cardano 38 Cent, Ripple 1,08 Dollar. Also auf jeden Fall alles am Mitkorrigieren, nicht nur der Bitcoin, der ganze Altcoin-Markt hat auch darunter gelitten. Aber wir werden uns jetzt nur mal im Chart den Verlauf von Bitcoin in 2017 uns mal anschauen und dann kann man schon merken, dass es noch keine Grund zur Panik gibt. Also steigen wir mal kurz in den Chart ein. So, wir haben jetzt hier den Tageschart hier auf Bitfinex. Das sieht natürlich jetzt sehr drastisch hier in diesem Chart aus. Wenn man hier das Allzeithoch von fast 20.000 Dollar nimmt, bis hier ganz unten 10.800 Dollar, es sieht natürlich sehr krass aus. Das kann man jetzt hier natürlich gar nicht so vergleichen, weil in diesem Chart, in dem normalen Chart, was man auch überall anders sieht, werden die prozentualen Anstiege und Verluste gar nicht richtig dargestellt. Und was man dafür machen kann, ist den logarithmischen Chart anmachen, einschalten und da wird es schon viel besser dargestellt. Jetzt sieht das gar nicht mehr so schlimm aus. Und was ich gemacht habe, ich habe mir jetzt im Bitstamp-Chart nur für 2017 mir den Verlauf von Bitcoin mir angeschaut und geguckt, was für Korrekturen es da gab. Fangen wir mal jetzt hier ganz hinten an. Hier im Januar gab es eine Korrektur um minus 32%, dann hier im März eine Korrektur um minus 36%, im Mai, Ende Mai minus 33%. Ende Juni, das war ein längerer bärischer Markt über mehrere Wochen hinweg, minus 40%. Dann hatten wir hier im September minus 42%, immer vom Allzeithoch bis zum niedrigsten Punkt gesehen. Im November hatten wir nochmal einen Rückfall um minus 32%. Und wenn man sich das jetzt anschaut, dann sieht man, das ist gar nicht so unüblich, wenn man hier das ganze Jahr sich betrachtet. Von 20.000 bis auf 10.000 bis 11.400 hier auf Bitstamp sind es minus 43%. Natürlich ist das eine Menge, aber wir haben halt in der Vergangenheit, in diesem Jahr gesehen, dass nach so einer Korrektur sich der Markt sehr schnell erholt hat. Wenn man sich das hier anschaut, wie viel Prozent das immer vom Tief bis zum Hoch dann geht. Hier beim ersten 80%, dann bei dem hier 200%, von hier bis da oben 63%. Und das ging halt immer so weiter. Wir hatten eine große Korrektur, aber dann ging es wieder ganz schnell auch wieder hoch, 170%. Hier nochmal auch fast 200% waren das, glaube ich. Ja, jetzt hat er den falsch angelegt. Mal kurz hier Auto ausmachen. So, von hier unten bis hier oben sind 170%. Von der letzten Korrektur bis zum jetzigen Allzeithoch sind es sogar 250%. Das Wichtige ist jetzt natürlich, ich habe es auch in meiner letzten Chartanalyse gesagt, dieser gleitende Durchschnitt, der wurde zum Glück nicht durchbrochen. Die nächste Unterstützung wäre vielleicht hier bei 8.400 Dollar. Das sollte er natürlich nicht durchbrechen. Aber was bis jetzt geschehen ist, ist auf jeden Fall kein Grund zur Panik. Vielleicht wiederholt sich die Geschichte und wir gehen wieder 150% nach oben von hier aus, dann wären wir ungefähr bei
28.000 Dollar. Wenn sich die Geschichte wiederholt, muss man natürlich schauen, wie es sich jetzt weiterentwickelt. Nach unten sollte er natürlich nicht weitergehen, wenn es halt wieder weiter nach unten geht und dieser, wir sehen hier ein riesiges Volumen ist da gekommen, also da wurde wieder so viel gekauft, dass er dann da abgeprallt ist. Das sollte er natürlich am besten nicht brechen, weil dann tanzt es wirklich aus der Reihe, diese Korrektur, dann kann man wirklich von einem Crash reden. Aber was man im Moment liest, dass es ein Crash ist in den Medien und dass es das Ende von Bitcoin ist, dass, wenn man das prozentual betrachtet, stimmt das einfach nicht. Das hatten wir in diesem Jahr schon. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das ist das sechste Mal, vielleicht sogar das siebte, falls ich mich jetzt erzählt habe, ja, das siebte Mal dieses Jahr. Also im Moment noch kein Grund zur Panik. Das sollte nicht durchbrochen werden nach unten. Und falls es dann wieder aufwärts geht, dann sieht es auch wieder ganz schnell wieder gut aus für den Bitcoin. Ich hatte noch ein Gewinnspiel in meiner letzten Marktanalyse. Wenn ihr noch daran teilnehmen möchtet, bis zur nächsten Marktanalyse läuft das Gewinnspiel noch. Schaut euch mein letztes Video dazu an. Dann könnt ihr gerne teilnehmen. Bis zum nächsten Video.